was Heftiges sein. Dieser Influencer ist auf Aline Bachmann-Level. Ja. Das klingt ja heftig. Das klingt ja stark. Okay, das ist von Just Nero. Mega starkes Video. Ich fand die neuen Hintergründe, dass generell mehr Image und Quellen zu sehen sind, die Animationen deines Avatars bewegen besser als vorher. Okay, let's go, komm, wir gucken das mal an. Ihr Kandidatenseite, meine Videos beim Essen, Zocken oder sonst was nebenher schauen, würde ich euch dieses Mal bitten, hinzusehen und mir Feedback für den neuen Schnitt dazulassen. Na. Also sieht allein jetzt schon geil aus, muss ich alles sagen. Auch mit diesen... Sah grad geil aus, muss ich ehrlich sagen. Ja, eigentlich wollte ich ein ganz anderes Video machen. Bei der Recherche ist das passiert, was immer passiert. Ich sehe irgendwas und genau dann ist das andere 100.000 Mal interessanter. Erklärt auch, warum ich für ein Skript den ganzen Tag brauche. Dieses Mal aber war das sogar was Gutes. Ich bin auf einen Influencer gestoßen, der auf Bachmann level. Er hat nicht so viel gemacht und Bachmann ist immer noch überall, wo diese Frau auftaucht, ist halt Chaos und Verderben. Das beschreibt sie recht gut. Aber die Moves von ihm waren schon Peak-Definition Bachmannsche Allüren an den Tag legen. Unten verlinkt ist ein Video von Drama Detective, durch den ich auf diesen Mann aufmerksam geworden bin. Lasst ihm gerne mal ein wenig Liebe da. Ich thematisiere heute nur zwei seiner Aktionen, doch vorher gibt es noch eine sehr... Also jetzt mal Real Talk. Man kann mir jetzt sagen, was man will, aber das ist bisher videotechnisch das mit Abstand beste Video von Just Nero. Vom visuellen her, ja. Vom visuellen. Mega, mega geil. Endlich mal was, wo man auch im Stream drauf reacten kann, ohne einzuschlafen, weil sonst, wenn das halt die ganze Zeit nur, da kommt mal ein Bild, dann irgendwann noch ein Bild und das halt so das 100. Mal gesehen hast, irgendwann kannst du dann nicht mehr. Kurze Unterbrechung von meinem Partner Just Legends. Sie ist wirklich kurz. Freunde, die Legends Week ist da. Vom 22.11. bis zum 26.11. gibt es legendäre Deals. Zwei neue Produkte, den Triple Chocolate Milkshake. So ja, ja. Genau. Den hole ich mir. Den hole ich mir. Damit weiter im Just Nero hat mir mal gesagt, der macht mir da was klar. Hat sich noch nie jemand bei mir gemeldet. GG. Der Influencer, um den es heute geht, heißt Kevin Yannick. Den Ball brauche ich jetzt mal nicht ins Tor machen. Das ist selbst mir zu low. Die meisten fragen sich jetzt, okay, wer ist das? Und an hat er irgendwie ein Problem mit Kevins, Leute? Aber was ist jetzt sein Problem mit Kevins? Dass er allein Kevin nochmal da hinschreibt und so? Schon krass, oder? Schon krass, wie hier abgegangen wird. Finde ich traurig. Patt-Patt auf dem Bombskop, ihr habt alles richtig gemacht. Kevin ist bekannt geworden durch die RTL-Show You Are The One, die er sogar gewann und dicke Kohlen abgestaubt hat. Sonst Influencer auf Instagram, so ein wenig vor sich hin, so ganz professionell auf jeden Fall, mit web.de-E-Mail. Kommen wir zum ersten Vorfall. Ach, hallo, ich habe auch eine web.de-E-Mail. Hä? Was ist an einer web.de-E-Mail falsch? Was hat er denn für eine? Online-Titans.de, was? Hä? Einfach nach der, das ist, glaube ich, eine Ansage an mich. Hä? Was ist denn an der web.de-E-Mail schlimm? Ich habe eine web.de-E-Mail, aber einfach, weil ich nicht weiß, wie ich das ändere. Ist ein Nero will Beef Kappa? Ich denke auch. Erst Kevin, jetzt web.de. Was ist los bei ihm? Wäre Stress oder so? Achtung, Thema Essstörung. Verunglimpfung der psychischen Krankheiten seiner Ex. Es endet selten gut, wenn Influencer ihre Trennung in die Öffentlichkeit ziehen. Klar, irgendwo muss man darüber sprechen, wenn man gemeinsam aufgetreten ist. Das ist halt ganz normal. Fragen die Leute halt, yo, was ist mit euch? Warum sieht man euch nicht mal zusammen? Ein Paradebeispiel für die richtige Lösung wäre Unge. Besser als er hätte man das halt einfach nicht machen können. Ne? So komplett diskret und fast keine Details. Unser Kevin, nein, ich tue es nicht, hingegen, naja, er hat halt einige uncoole Nachrichten bekommen, weil seine Ex gerade ein Kind bekommen hat und er sie kurz darauf verließ. Wenn das Kind der Trennungsgrund gewesen wäre, würde ich es verstehen, dass so Leute rummosern so. Aber keine Frage. Aber das war nicht der Fall und ein Kind ist kein Grund, mit dem Partner zusammen zu bleiben, wenn es halt nicht funktioniert und oder man unglücklich ist. Nicht optimal, klar, aber was soll man machen? Als Fachmenscher Influencer, wie geht man da vor, wenn du, Achtung, unfundierte, dumme Kritik bekommst. Darauf eingehen und wirklich leicht zu findende Argumente bringen, warum das Gegenüber Dünnes im Quadrat absondert? Nee, es ignorieren, eventuell. Auch nein. Wie wäre es denn damit, die Essstörung der Ex öffentlich anzuprangern? Hä? Sein Statement fängt damit an, dass er sich nicht in der Position sieht, eine Rechenschaft abgeben zu müssen. Im selben Post... Alter, wer auch immer das geschnitten hat, ne?
Real Talk, wer auch immer das geschnitten hat, da steckt so viel Arbeit drin. Da steckt so viel mehr Arbeit drin, als ein Skript zu schreiben, das aufzunehmen. No joke, das ist wirklich, das ist so viel Stunden Arbeit, weil du musst alles animieren. Jede Scheiße musst du hier animieren. Du musst das blurren und was. Also immer, wenn das hier unscharf wird, das muss alles einzeln gemacht werden. Das ist so scheiße viel Arbeit, wer auch immer das gemacht hat, großen Respekt. Ist heftig auf jeden Fall. Ich hoffe, der bekommt gutes Geld, der Cutter, weil das ist wirklich heftig. Ey, Michel, du hast diesen Monat 20 Subs rausgehauen. Ich danke dir vielmals. Vielen, vielen lieben Dank. An Alboholix, ja, Ehre. Ich danke dir vielmals. Geht übrigens mittlerweile der Stream, Michel, oder rattert es immer noch ganz komisch? Baku war es nicht, okay. Ich dachte schon fast, ja. Das ist nicht deine Cut-Art, würde ich jetzt einmal sagen. Und ich glaube, die Arbeit wird zu dir dann auch nicht machen. Tut er das aber. Yikes. Warum passiert das eigentlich so oft, dass Leute sagen, yo, ich brauche mich nicht rechtfertigen, aber dann rechtfertigen sie sich. Er geht auf ein paar Fronts ein. Einer davon ist, dass er einen Song geschrieben hat, wenn es darum geht, da zu sein. Und wenn es darum geht, da zu sein, ist er nicht da. Punch zwar nicht unbedingt in Bezug auf das Kind, aber auf die nächste Passage. Zitat: Vielen ist ja bekannt, dass Kati eine Essstörung hat. Kati ist seine Ex. Offensichtlich. Das Thema ist ganz dünnes Eis und sollte wirklich mit Samthandschuhen angefasst werden, vor allem wenn es um eine Trennung geht. Anstatt Samthandschuhe hat unser Freund den Bombskopf gegen die Wand weggewählt. Du kannst da halt so unglaublich viel mit falsch machen, vor allem wenn nicht bekannt war, dass die Essstörung gerade akut präsent ist. Hat schon fast was vom Leaken, wenn die andere Person damit aktuell nicht einverstanden ist, das selber zu thematisieren und auch nicht möchte, dass es öffentlich thematisiert wird. Aber ich gehe nur davon aus, dass sie das nicht will, weil sie halt im letzten Post, seitdem das halt vorgefallen ist, die Kommentare ausgeschalten hat. Weiter im Text. Er erzählt, dass sich diese Essstörung auf die alltäglichsten Dinge auswirkt und die normalsten Dinge zu den unnormalsten geworden sind. Das mag nicht falsch sein, eine Essstörung ist für den Betroffenen natürlich am schlimmsten, für Familie, Partner und Freunde aber auch nicht einfach, keine Frage. Aber das jetzt als ein Schuldzuweiser für ein dummes Statement herbeizuzaubern, wegen ein paar No-Brain-Direktnachrichten auf Insta? Ich frag das jetzt ohne beleidigen zu. Ja, ich frag mich auch, fühlt man sich nicht so ein bisschen lächerlich, wenn man seine Ex-Freundin öffentlich dann nochmal irgendwo bloßstellt und man selber reinschreibt, ich bin keiner Rechenschaft schuldig oder so, oder ich muss das hier nicht machen, aber ich mach's halt einfach, um der Person vielleicht einfach nur zu zeigen, oh, guck mal, wie schlimm die ist, weil die hat eine Essstörung, weil was ist das für eine Scheiße? Also, was ist das für eine Scheiße? Das ist ja wirklich ekelhaft, ne? Wollen. Aber bist du komplett durch, du Dulli? Ja, Sketching, ja, ganz nice, ne? Druck auf deine Freundin zu richten, die gerade in einer Essstörung feststeckt. Hast du sie noch alle? Ich will euch mal daran erinnern, dass die Essstörung mit gewaltigem Abstand die tödlichste psychische Krankheit überhaupt ist. 6-fach erhöhtes Sterberisiko. 4-mal so hoch wie bei schweren, verdammt nochmal schweren Depressionen. Am gefährlichsten ist laut Studie, verlinke ich euch was? Alles unten das zu, ist sehr wenn die Krankheit in den 20er Lebensjahren auftritt. Das Sterberisiko ist um das 18-fache erhöht. Je nach ID-Art. Yo, zum komplett Vergleich, die Sterberate bei der Essstörung liegt mit 5,86 auf Platz 1. Auf Platz 2 ist Schizophrenie mit 2,8 bei Männern und 2,5 bei Frauen. Bipolar Boah, krass, bei 1,9 bis 2,1. Sterberisiken beim Alter der betroffenen Personen vor der Essstörung? 3-fach vor dem Alter von 15. 10-fach im Alter von 15 bis 19. 18-fach von 20 bis 29. 6-fach von 30 aufwärts. Seine Ex ist übrigens 26. Diese erhöhte Sterblichkeit geht Hand in Hand mit der Suizidversuchsrate von 26% oder den bis zu 20... Alter, das bedeutet, mehr als jeder Vierte nimmt sich daraufhin das Leben. Oder... Ja, wobei irgendwo ja schon dann, oder aufgrund von mangelnden Stoffen, die du vielleicht zu dir nimmst, stirbst du daran. Also wie heftig ist das bitte? Weil durch diese Essstörungen bekommst du noch psychische Störungen und dann geht das einher und dir fehlen ja sämtliche, es kommt auch drauf immer an, was du wie machst, aber gerade auch bei Bulimie und so, auch ganz, ganz schwieriges Thema. Ja, ey, ich habe auch in der Familie habe ich auch eine, die Bulimie hat. Das auch versteckt hatte, eine Zeit lang, als Jugendliche, ja, mit 15 oder so, 14. Das ist natürlich auch erstmal so ein Schock, ne? Aber keine Ahnung, wie es da jetzt ausschaut. Also es scheint wieder besser zu werden, aber muss auch Therapie, muss eigentlich viel gemacht werden, ja. Kiyoshi, schön, dass du da bist, ja. Vitaminmangel auch, ja, safe, Eiweißmangel. Ich weiß nicht, da kommt, denke ich, vieles mit einher. Vor allem, welche normal denkende Frau will mit so einem Horst noch was anfangen, muss man ja immer mit rechnen, dass der irgendwelche privaten Sachen ausplaudert. So ist es, Juna. Das ist einfach nur
Wie kann man so unsensibel sein? Jemanden bloßstellen aufgrund von einer Essstörung, was einfach nur gefährlich ist. Er sollte am besten wissen, wie gefährlich das ist, wenn er mit ihr zusammen war. Ja, und die Risiken eigentlich auch kennt. Es geht für mich gar nicht wahr. 70% gar nicht klar. Sterben, weil sie nicht behandelt worden sind im Falle der Anorexie. Das noch so zu befeuern? Ich habe das auch in den Kommentaren gelesen, unter älteren Beiträgen. Öffentlich so damit konfrontiert zu werden, ist halt ein rotes Tuch. Fern jeder Empathie. Ja. Für andere Betroffene ist es wahrscheinlich auch nicht gerade angenehm, jemanden so darüber reden zu hören. Vor allem, weil du ja noch deutlich abwertender wirst. Die Knaller kommen ja noch. Ich zitiere ihn weiter. Der ganze Tag ist von dieser Krankheit besessen. Es fängt schon morgens an. Werd dir deiner verdammten Rolle als Influencer bewusst und denk mal darüber nach, was du davon dir gibst. Wenn man alle Formen und die Geschlechter zusammennimmt, sind 80 von 2000 erkrankt und davon 41 an den beiden gefährlichsten Formen. Jeder 25. Das heißt, du bist gerade 3320 deiner 83.000 Followern mächtig auf den Schlips getreten, mein Freund. Und wirst bei einigen davon sicherlich auch Probleme ausgelöst haben. Es geht ja noch weiter. Nochmal, Achtung, Triggerwarnung, Essstörung und akutes Bullshit-Geblubber. Ich komme aus einer polnischen Familie, wo jeder gerne isst und komisch ist, alleine zu essen und zu erklären, warum meine Freundin nicht mit isst. Kevin, patriotisches Traditionsgeblubber, steht also über der schwerwiegenden Krankheit deiner Freundin und abseits davon lässt du durchblicken, dass es dir peinlich ist, dass deine Freundin psychisch erkrankt ist. Good job als Influencer, psychische Krankheiten als etwas Komisches und Peinliches zu titulieren. Du bist deiner... Vor allen Dingen, das Ding ist halt... Das ist ein richtiges Vorbild. Der zeigt jetzt, dass es einem peinlich sein muss, dass man eine Essstörung hat. Damit befördert er es, dass Leute sich schämen, eine Essstörung zu haben und das dann nicht mehr anzusprechen. Boah, stark. Ja, sehr, sehr stark. Deiner Verantwortung bewusst und hast Verständnis dafür, dass solche Krankheiten weniger tödlich wären, wenn sie komplett enttabuisiert werden würden. Anfangs war es mir total egal, dass Kathi ihre eigenen Essgewohnheiten hatte. Sollte es nicht, du hättest dir Sorgen machen sollen. Doch jetzt gerade in der Stillzeit erwarte ich Vernunft von ihr. Ja, Vernunft wollen und selber so vernünftig sein wie ein U-Bahn-Surfer. Kathi hat noch nie eine Therapie abgeschlossen. Alles, was in ihrer Vergangenheit war, war immer auf Zwang. Ja, weil es für psychisch Kranke auch immer so einfach ist, in eine Therapie zu gehen. Nein, Michelle, du musst durchhalten, ja. Du musst durchhalten, du musst das Internet beibehalten. Ich weiß nicht, wo du gerade bist und wie es sein kann, dass du kein Internet hast, aber es muss... Woher kommst du, dass du kein Internet hast? Heutzutage muss doch eigentlich auf dem Dorf mal Internet sein, aber das ist wieder, Deutschland ist wieder so scheiße ausgebaut, das kannst du wieder keinem erzählen. Empathie willst du haben. Und vor allem können solche Sachen auch im Beamtenstatus im Wege stehen. Ist es vielen auch einfach unangenehm, in eine Therapie zu gehen. Unter anderem genau wegen Leuten, die solche Sachen öffentlich von sich geben. Er redet darüber, dass sie seine Hilfe oft als Angriff wahrgenommen hat und dass er möglicherweise zu penetrant damit war. Erkennt jemand Kausalitäten? Ich will nicht wissen, wie deine Hilfe aussah, nachdem du öffentlich so darüber redest. Wirklich nicht. Was du hättest machen können, wäre schlicht und einfach zu sagen, dass du mit ihrer ID nicht umgehen kannst. Das hast du ja auch gesagt. Mit einem feinen Aber drangehangen. Es ist okay, damit nicht umgehen zu können. Darüber beschwere ich mich nicht. Einzig allein die Art, wie du das kommunizierst, ist halt unter aller Kanone. Sie braucht wahrscheinlich auch einen Partner, der es besser handeln kann. Ich bin selber ein absolutes Wrack auf psychischer Ebene und komme in Beziehungen tendenziell nur mit Leuten auf Dauer klar, wenn sie halt selber Probleme in die Richtung haben. Wäre aber mal interessant zu erfahren, wie es euch da geht. Braucht ihr als erkrankte Person einen gesunden Partner, der für einen so ein Fels in der Brandung sein kann? Oder einen, der halt selber betroffen ist, der halt aufgrund dessen dieses tiefe Verständnis einem entgegenbringen kann? Oder juckt euch das gar nicht? Schreibt's mal rein, interessiert mich auf jeden Fall mega. Ja. Boah, schwierig, ne? Also gut, ich bin ja nicht betroffen oder so, also bei mir ist das was anderes, aber... Also ich würde jetzt, glaube ich, nicht in eine Beziehung eingehen, wenn ich weiß, die Person hat massive psychische Probleme, weil du musst dich dann, wirklich deine ganze Energie musst du dann darin investieren, in diese Person, ohne Hoffnung, dass es eventuell besser wird oder so, ne? Weil es ist halt schon schwerwiegender. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in meiner jetzigen Zeit haben möchte, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, das zu machen. Aber ja, also... Keine Ahnung, das wäre für mich vielleicht nicht so das Ding. Aber wenn ich das jetzt noch nicht weiß oder man, das kommt zu einer Beziehung, dann würde ich auf jeden Fall alles dafür tun, dass es wieder besser wird. Ja, also dann auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt weiß, die Person, die ist da so schlimm dran und du musst halt wirklich deine ganze Zeit darin investieren, ist das zu krass. Oh, ein so Idiot! Wir waren 11 Jahre zusammen. Okay, wenn man 11 Jahre schon zusammen ist, ist ja alles...
dann völlig in Ordnung, kann ich es komplett verstehen. So, dann würde ich auch da damit kämpfen, definitiv. Und so ein Let's Play, vielen, vielen lieben Dank für den Raid, Bruder. Vielen, vielen lieben Dank. Aber ich meine, von Just Nero, die Frage war ja, wenn du erkrankt bist, würdest du jemanden nehmen, der gesund ist oder jemanden nehmen, der auch erkrankt ist? Und ja, das war ja sozusagen gerade eben die Aussage. Und nicht andersrum als gesunde Person. Ja, sorry fürs Abschalten an der Stelle. Ich glaube, du hast keinen Stream gehabt, Tom. Natürlich die übelste Kritikkelle ins Gesicht gedonnert bekommen. Jetzt ist die Frage, wie er mit dieser Kritik umgeht. Ich brauche euch nicht erzählen, dass er bei vieler und vor allem vieler berechtigter und harter Kritik nicht angemessen reagiert. Aber wie? Ihr werdet auf jeden Fall verstehen, warum ich, so wie Drama Detective, ihn mit Bachmann vergleichen. So habt doch Mitleid mit mir. Ja, auf die Art geht er damit um. Den Screenshot hier habe ich aus Dramas Video übernommen. Der Typ ist halt einfach ein Segen. So quasi ein wandelndes Archiv für Influencer-Unsinn. Ich bin fast gerade umgekippt. Ich habe mich selber einweisen lassen. Melde mich wieder, sobald es mir wieder besser geht. Grüße aus der Klinik. Dieser Schwarz-Weiß-Filter über dem Bild seines Armes. Das ist wirklich dramatisch, oder? Schaut euch das Bild mal ganz genau an. Achtet auf seinen Arm. Oder sollte ich eher sagen, achtet auf Eski Sichels Arm? Junge, wie ekelhaft kann ein Mensch sein. Eski, Eski, oh Gott. Kioschix, danke für den Sub, Bruder. Vielen, vielen lieben Dank. Kuss geht raus. Und gerade Eski, danke, Bruder, danke. Nee, Ehre, wirklich, weil ich sehr zu schätzen. Nee, wie kann man so ekelhaft sein und das faken? Als es aufgeflogen ist, rechtfertigt er es damit, dass es ja nur ein Symbolbild sei. Oh. Genau. Die Gen 4 Remakes tun mir nicht gut. Eigentlich wollte ich ja drei seiner Moves hier aufzählen. Damals hat er nämlich nach Spenden gebettelt für seinen Hund. Dieser war in einer Tierklinik. Er meinte, er bräuchte jetzt ganz dringend 3000 Euro für die Rechnung vom Tierarzt. Wohlgemerkt, nur für die Diagnosestellung, die nicht gestellt wurde. Also ich habe zumindest nicht mitbekommen, dass sie gestellt wurde. Ursache ist er war nicht mehr ansprechbar heute Morgen. Hat nicht mehr reagiert. Es sind mehrere Baustellen auf einmal. Es werden Kosten auf uns zukommen. Leute. Hey, warte mal ganz kurz. Einmal möchte ich jetzt an der Stelle mal verstehen. Alter. Ey, CSU, haut ein Stufe 2 Sub raus für Flowshi. Bro, vielen, vielen lieben Dank. Ja, Kuss geht raus. Einmal ein Stufe 2 Sub. Ja, geistesgang. Man muss an der Stelle sagen, warte mal ganz kurz. Der Typ hat doch diese Sendung gewonnen. Stand da nicht vorhin da irgendwas mit 200.000 Euro Geld und sowas? Da hält der locker das Geld. Michel, ist er noch am Start? Haut noch ein Sub raus, ey. Vielen lieben Dank. Guck mal, jetzt ist der Hype-Train sogar wieder aktiv. Das ist doch krank. Weil ihr seid wirklich nicht normal, ne? So ein bisschen gestürzt meine Community schon an der Stelle. Ja, also dickes Dankeschön. Sehr fette Angelegenheit. Ja, sehr fette Angelegenheit. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist auf jeden Fall krass, ja. Ich glaube aber, dass eigentlich alle Beziehungen, die ihren Ursprung in so komischen Sendungen haben, zum Scheitern verurteilt sind. Lauter Selbstdarsteller. Dino Fame wollen, ja. Teilweise schon. Also, guck mal, wenn der gewonnen hat, dann würde es mich mal interessieren, war das mal hier irgendwo? Ja, hier. Ich glaube, der Screenshot war es. Bei 944 waren wir. Die Liebe und 200.000 Euro Hauptgewinn abgesahnt. Der hat 200.000 Euro gewonnen, braucht aber 3.000 Euro für irgendeine Diagnose von einem Tierarzt. Gigi an der Stelle. Fällt auf einmal. Es werden Kosten auf uns zukommen, Leute. Ich glaube, die Leute, die sowas schon mal gelebt haben, wissen, wie krass das ist. Ist ja auch okay fürs Tierwohl. Allerdings ist er sauer aufgestoßen. Vielleicht, weil er immer damit angibt, wie viel Kohle er doch verdient oder dem generellen Geld auf den Kopf hauen und seiner Aussage nach leben wie ein Prinz. Vielleicht, weil er im selben Video sagt, dass er ja genug Rücklagen hat, aber... Put it in your ass. Danke dir, Bruder. Danke, alles gut. Aber diese Rücklagen gehen ans Finanzamt. Leute, wir sind selbstständig. Das ist nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Oder weil er im selben Atemzug damit flext, einer jungen Spenderin, die 10 spenden wollte, 100 in die Hand... Was? Die Rücklagen gehen ans... Dass er ja genug Rücklagen hat, aber Steuern und so. Keine Ahnung, wir haben Rücklagen, aber diese Rücklagen gehen ans Finanzamt. Leute, wir sind selbstständig. Das ist nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Oder weil er im selben Atemzug damit flext. Er ist ja dumm. Also der hat keine 3000 Euro von seinen 200.000 Euro, die er gewonnen hat. By the way, ich glaube, das ist ein Gewinn. Der hat ja noch eine Gage bekommen bestimmt, dafür, dass er dort mitgespielt hat. Das muss er versteuern, weil es ist ja Arbeit gewesen. Aber er hat 200.000 Euro gewonnen und ich weiß nicht, ob du den Gewinn versteuern musst. Und selbst wenn du es versteuern musst, dann wäre von diesen 200.000 Euro
würden wahrscheinlich, keine Ahnung, 60.000 Euro weggehen. Dann hast du 140.000 Euro. Und du willst mir jetzt sagen, dass du 3.000 Euro nicht aufkriegst oder nicht hinbekommst für deinen Hund. Dann ist dir der Hund scheinbar sehr, sehr wichtig. Alles klar, Mit Bruder. einer jungen Spenderin, Also so die los. 10 spenden wollte, 100 in die Hand gedrückt hat, weil weird. Gerade kam das Mädchen hier. Ich habe ihr von den Spenden, was ihr jetzt schon bereits gespendet habt, 100 Euro gegeben. Warum macht man sowas in der Situation, wenn man nach Spenden fragt? Warum haust du dann schon wieder 100 Euro auf den Kopf? Also das wäre eigentlich eine coole Aktion, aber doch nicht in so einem Szenario. Manchen ist es auch sauer aufgestoßen wegen dem Anteil der 20 am Preisgeld oder halt der generellen Gage, die er beim Gewinn von You Are the One abgesahnt hat. Traurig. Wirklich traurig. Oder weil, naja, 3000 für die Diagnosestellung? Hier seht ihr ein paar Fakten zu den Kosten der Hundearztbesuche. Wohlgemerkt, es geht nur um die Diagnose von einem Besuch mit Übernachtung. Zur Diagnose ohne OP oder sonst was. Hier seht ihr einmal die Preise der häufigsten OPs für Danke. Hunde. Ja. Einmal die Kosten der Hey, warte ganz kurz. sonst was. Hier seht ihr einmal die Preise der häufigsten OPs für Hunde. Okay, hier das teuerste ist hier Verkehrsunfall mit Knochenbrüchen, inneren Verletzungen. Hier Kreuzbandriss, übrigens Verletzungen. Hier Kreuzbandriss 3.700 Euro. Und hier oben, das seht ihr nicht, 3.500 Euro Bandscheiben. Also muss es entweder Knochenbrüche sein, Kreuzbandriss oder eine Bandscheibe, weil sonst gibt es hier nichts für 3.000 Euro. Hier einmal die Kosten der Behandlung. Fällt euch was auf? Kosten maximal 600 Euro für stationäre Diagnostik? 600? 3000? Selbst mit allen weiteren möglichen Diagnostiksachen, die gemacht hätten werden Doch, eine Wirbelsäulen-OP steht hier 3.500 maximal. können. Hätten wir. Keine Ahnung. Kommt er gerade so an die 2000. Und eine Endoskopie mit einer Arthroskopie, Szintigraphie und CT zusammen. Ja, bei den geschilderten Symptomen ist es fast auszuschließen. Das wird keinen Sinn ergeben. Versteh mich nicht falsch. Langzeitsachen bei Hunden können teuer werden. Es gab sogar Fälle, die auf 24.000 Euro kamen. Aber dieser 24.000-Euro-Fall lief beispielsweise über 2,5 Jahre mit ständigen Arztbesuchen, Operationen, Therapien und, und. Ich persönlich glaub ihm dann nicht ganz. Ich kann mich ja auch irren und möchte hier nichts unterstellen. Vielleicht wurde auch übers Ohr gehauen oder was weiß ich. Das reicht jetzt aber auch erstmal. Ich heb's mir auf jeden Fall auf, im Detail darauf einzugehen. Man munkelt, ich kenne da jemanden aus Verrückt. Soest, der mich so Was theoretisch. bedeutet CT? Ich kenne das nur aus CSGO. CT, CT. Yeah, CT. Defuse the bomb, please. Ja. Yeah. Nein, CT ist sowas wie Röntgen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, da untersuchst du, da guckst du, wo was ist oder wo die Verletzung ist und wie schwerwiegend das ist, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Bis jetzt schreibe das raus für heute. Viel Spaß. Ey, bis jetzt wirklich. Da muss ich dich wieder küttern mit Mario Kart. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das heute nochmal der Fall ist. Aber ich danke dir trotzdem fürs Zuschauen, bis jetzt. Und ich hoffe, wir sehen uns. Warte ganz kurz. Übermorgen mache ich noch einen Stream auf jeden Fall am Donnerstag. Und am Samstag halt dann den 12-Stunden-Stream. Das wäre nice, wenn ihr mit am Start wärt. Ja. Haut mal ein Flugzeug raus, wenn ihr schon im Gönner-Mode seid. Jo, bist du Max Emre, Bruder? Oder wie schaut's Kritisch aus? mit Informationen versorgt. Du bist ja bekannt wie ein bunter Hund da, ne? Oder ich rede über den Einbruch bei Danke dir. für den Mal Hype sehen, Train, wie ne? meine Lust Puss, ansteht. geh Ich jetzt gehe aber raus. nicht davon aus, dass ich nochmal was dazu sage. Okay. By the way, gutes Video und visuell bisher das beste Video von Just Nero in meinen Augen.